Sie ist das Ziel von jährlich 1 Million Wallfahrern. Die schwarze Madonna in der Altöttinger Gnadenkapelle. Wer einmal zu ihr gepilgert ist, kommt immer wieder, heißt es. Ein Pilgerlied verrät, was die Menschen hierher lockt. Dorthin pilgert jeder gern. Da erwartet reich an Güte uns die Mutter unseres Herrn. Diese Güte ist in Altötting reichlich dokumentiert. Auf 2000 Votivtafeln haben Menschen malen lassen, wie Maria ihnen geholfen hat. Es sind Geschichten so unterschiedlich wie das Leben selbst. Und ob nun die Tafel schon seit Jahrhunderten hängt oder erst seit einigen Jahren, immer geht es um eine große Not, um die Bitte an Maria um ihre Hilfe und um einen Ausweg aus der Misere. Dieses Bild erzählt von der Rettung von 19 Thailand-Urlaubern aus Bayern. Unversehrt überlebten sie einen Tsunami. Häufig geht es um Heilungen. Zwei Mädchen, die vom Arzt attestiert bekamen, sie haben 0 Überlebenschance, weil ihre Herzen fehlerhaft sind. Die Eltern machten eine Wallfahrt nach Altötting und siehe da, der Herzfehler war weg. Der Arzt konnte nur noch staunen. Diese Mädchen sind jetzt Erstkommunionkinder und die Eltern brachten als Dank diese wunderschön gemahlene Votivtafel mit 2 Wiegen. Was aussieht wie ein Kinderspielzeug, ist in Wirklichkeit eines der kostbarsten Kunstschätze Europas. Zusammen mit vielen Weihegeschenken an die schwarze Madonna befindet sich das Meisterstück der Goldemailkunst aus Paris in der Altöttinger Schatzkammer. Früher waren die wertvollen Weihegaben hier untergebracht, in der alten Schatzkammer. Seit 2006 befindet sich darin eine Kapelle für eucharistische Anbetungsstunden. 365 Tage rund um die Uhr. Die Leute sagen einmütig, dass diese Stunde so schnell vergeht, weil man bei einem Freund ist, beim Herrn, beim Heiland. Und sie sagen, dass sie nach der Anbetung viel ruhiger, viel friedlicher sind. Altötting, ein Ort der inneren Ruhe. Das ist seit 500 Jahren so und das soll auch für die nächsten 500 Jahre so bleiben.